Dr. Dietmar Takt. Videokolumne Nummer 23, Mai 2022. Lili Boulanger, Pier Jesu. Für Streichquartett, Orgel, Harfe und Stimme. Ein Stück, das im sechsten Tischlereikonzert erklingt und das eine Art Schwanengesang dieser großen französischen Komponistin ist. Quasi auf dem Totenbett hat sie das Stück komponiert, die letzten Takte angeblich ihrer älteren Schwester Nadia Boulanger noch in die Feder diktiert, in einem Alter, in dem man eigentlich noch nicht stirbt, gerade mal mit 24 Jahren. Lili Boulanger war das Wunderkind des französischen Impressionismus, 1893 geboren, früh als hochbegabt erkannt, gefördert von den Größen ihrer Zeit und die erste Frau, die den ganz großen, berühmten, hochdotierten Prix de Rome, den großen Künstler Preis, das große Stipendium des französischen Staates gewonnen hat im Jahr 1813 gegen große Widerstände, die aber eben Zeit ihres Lebens auch von schweren Krankheiten gezeichnet war und eben auch sehr, sehr früh verstorben ist. Dieses Stück ist ein Stück des Abschieds, es ist fragil, es ist schwebend in der ganzen Klanglichkeit, aber trotzdem kann man mal schauen, wie das hergestellt ist, wie das handwerklich gemacht ist. Dieser Abschnitt in diesen Takten 35, 36, um die es geht, steht eigentlich in D-Moll. Man kriegt so eine Art Orgelpunkt. Und dann hört man in der Oberstimme der Orgel zusammen mit der Stimme diese Tonfolge. Schönstes D-Moll. Dieser Ton, mit dem in der Oberstimme das Ganze beginnt, das F, wird aber als Ausgangspunkt für einen Akkord genutzt, der nun darüber gelegt wird, auf einer zweiten Ebene, der mit D-Moll eigentlich nichts zu tun hat. Ich habe das hier mal aufgezeichnet. Man sieht es hier. Das F ist nämlich die None eines Dominant-Septon-Akkordes über S-Dur, ohne dass das S erklingt. Das ist ein verkürzter Dominant-Septon-Akkord, noch dazu mit einem Sechstvorhalt hin zur Quinte. Das hat der mit D-Moll erstmal wenig zu tun. Und dieser Akkord wird hier über das D drüber gelegt. Und er wird zudem intervallgetreu, also somit auch komplett nicht in der D-Moll-Skala, sondern mit den internen Intervallverhältnissen, die von vorne her gegeben sind, hoch und runter transponiert. Zunächst eine große Terz nach oben, dann wieder nach unten und dann nochmal eine kleine Terz nach unten. Ich spiele das Ganze einmal nur diesen hoch und runter transponierten Klang. Komplett außerhalb der funktionsharmonischen Zusammenhänge erklingt er hier. Es geht so. Dazu gibt es dann diese dagegen gesetzte D-Moll-Sphäre. Hier merkt man vielleicht, wie in der Übereinanderschichtung dieser unterschiedlichen klanglichen Ebenen eben etwas Fragiles, etwas Schwebendes, etwas Uneindeutiges und zugleich aber eben auch sehr Schönes und Wohlklingendes entsteht, ganz eben dem entsprechenden Charakter gemäß des Stückes. In diesem Sinne, wenn Sie noch Fragen haben, takt@deutscheoperberlin.de.